Servus Leute, hier ist wieder die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute mit einem Rezept, zu dem ich einen ganz besonderen persönlichen Bezug habe. Königsberger Klopse. Der persönliche Bezug kommt daher, dass meine Verwandtschaft väterlicherseits aus Ostpreußen stammt. Und meine Tante, die hat in Königsberg Jura studiert. Vor dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Stich hier ist ein Erbstück dieser Tante und der hängt bei mir im Wohnzimmer. Ich bin auch kein großer Fan von Schmuck. Hier das einzige Schmuckstück, das ich trage. Ein Erbstück meiner Großmutter, väterlicherseits. Ein Siegelring mit der Elchschaufel von Ostpreußen. So viel zu meinem persönlichen Bezug zu diesem Rezept. Jetzt geht's an die Zubereitung. Man braucht dazu Hackfleisch, Semmelbrösel, ein Ei, das zweite Ei für die Soße, Salz und Pfeffer, ein bisschen Sahne, eine Zwiebel und natürlich Kapern. Dazu dann noch ein bisschen Butter und Mehl. Die genauen Mengenangaben wieder unten in der Videobeschreibung. Die Klopse werden eigentlich ganz genauso gemacht wie meine Fleischpflanzerln, mit dem einzigen Unterschied, dass noch ein Löffel Senf mit reinkommt bei mir. Das zweite Ei braucht man für die Soße, das wird getrennt. Das Eiweiß braucht man nicht, das kriegt dann wahrscheinlich der Hund. Man hätte es auch mit ins Hackfleisch tun können. Das Eigelb wird jedenfalls mit Sahne verrührt und die Soße wird damit dann legiert. Bei mir natürlich wieder kochen auf dem Holzherd. Die Kartoffeln werden in Salzwasser gekocht. Das ist die Beilage. Für die Klopse habe ich hier Gemüsebrühe. Man kann auch ein bisschen Wasser mit ein bisschen Essig tun. Es soll ja ein bisschen sauer werden. Die Klopse müssen jetzt ungefähr 20 Minuten leicht köcheln. Nach 20 Minuten hole ich sie aus der Brühe raus und die Brühe gieße ich dann durch ein Sieb.
Für die Soße mache ich eine kleine Einbrenne, Butter und Mehl und da kommt dann die Brühe rein, ungefähr die Hälfte von der Brühe. Jetzt kommen die Kapern mit rein. Kocht wie wild, muss ich dringend auf die Seite stellen. So toll soll es eigentlich nicht mehr kochen, wenn man das Eigelb mit der Sahne reintut. Sonst gerinnt es ein bisschen. Das war bei mir ein bisschen zu heiß, aber ist auch nicht so schlimm. Die Klopse kommen wieder zurück in die Soße. Natürlich muss man das jetzt noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mir war die Soße zu dünn, deswegen habe ich dann noch ein bisschen von der restlichen Brühe mit Mehl verquirlt und es kommt da jetzt noch mit rein und wird nochmal gut aufgekocht, damit die Soße noch ein wenig sämiger wird. Jetzt ist es fertig und wir können es uns schmecken lassen. Die Königsberger Klopse gehören auch mit zu meinen absoluten Lieblingsrezepten. Servus, bis zum nächsten Mal.